Ja. Bin jetzt also wieder mal auf dem Weg nach Teupitz. Also nicht nach Teupitz, sondern nach Priesen. Erstmal gucken, was die Laube macht. Und dann ist ein bisschen Fliegen angesagt. Drohne. Also ich musste es irgendwann mal ein bisschen üben. Wollte ich ja immer schon die ganze Zeit, habe ich aber nicht geschafft. Wobei heute minus 3 Grad auch wieder nicht so die optimalen Bedingungen sind. Ich habe mich dazu durchgerungen, ausnahmsweise mal Handschuhe mitzunehmen. Und ich will diesen Tracking-Modus, wo also die Drohne nicht nach Sicht, sondern nach GPS-Daten fliegt, ausprobieren. Bin mal gespannt, ob das was wird. Hab alles geladen, also fühle mich eigentlich bestens vorbereitet. Hab das Auto geheizt auf 24 Grad, sodass ich möglichst warm die Sache starte und dann hoffentlich nicht ganz erfroren wiederkomme. Und als krönten Abschluss werde ich rückwärts beim Chinesen vorbeifahren und ein warmes Essen abholen. Also zwei, für Ilona natürlich auch. Ja, das ist der Plan. Lassen wir uns überraschen. Es sind zwar minus 3 Grad, aber Schnee kaum. Also eigentlich gar nicht. Keine Ahnung, wo der herkommt. Dafür ist es irgendwie dunstig und das sollte es doch eigentlich nicht sein, wenn Schnee liegt, oder? Also Quatsch, wenn minus 3 Grad sind. Weil bei minus 3 Grad sollte doch das Wasser in der Luft gefrieren und mal eben wieder zu Boden fallen. Fertig, hätte ich gedacht. Ja, bin jetzt eben gerade an einem Honigauto vorbeigefahren, was dazu führt, dass es so erbärmlich im Auto gestunken hat, dass ich einen Teil der mühsam gewonnenen Wärme an die Außenwelt abgeben musste, um zu lüften. Und nur hoffe ich, dass mich das nicht zu stark beeinträchtigt, dass dann der Rest der Planung, also meine Tests, ins Wasser fallen würden.
So, ganz am Ende hat er es mal gemacht. So, ganz am Ende. Jetzt ist mir aber die Hand so erfroren, dass das Handy quasi keine Tastendrücke mehr annimmt. Und deswegen wird jetzt eingepackt. Sonst schimpft die Mutti, wie der gute René jetzt gesagt hätte. Oh. Nochmal das Ganze. Genialer Flug. Ich weiß zwar nicht, warum es am Ende funktioniert hat, aber es hat funktioniert. Jetzt fahre ich noch ungefähr 5 Minuten mit dem Einrad und dann ist der Akku von der Kamera leer. Der hat 30 Minuten aufgezeichnet, es wird also ein mordslanger Film. Und am Ende finde ich vielleicht sogar noch raus, was ich gemacht habe, damit das mit dem Folgemodus geht. Boah, tut das weh, wenn langsam die Finger wieder auftauchen. Das tut richtig weh. Richtig, richtig, richtig. Ich habe die Heizung auf voller Pulle, also auf 25 Grad. Ich habe diese Sitzheizung, die ich früher nie gemacht habe, auf volle Pulle. Das Lenkrad heizt wie verrückt. Und ich friere trotzdem. Nein, ich friere nicht. Ich habe einfach scheiß kalte Finger. Jawohl. Und zwar so richtig scheiß kalt. Richtig, richtig, richtig scheiß kalt. Jetzt geht's zum Chinamann. Essen fassen. Ankunft dort 15.50 Uhr. Und dann nach Hause essen. Wenn ich bis dahin mich erfroren bin. Jawohl.